15 Jahre Solution Providers. Das in der Schweiz gegründete und mittlerweile von Zürich bis Singapur tätige Beratungsunternehmen lud namhafte Vertreter der heimischen Banken- und Versicherungsszene zur dritten Banking and Finance Launch in die Räumlichkeiten ihrer Wiener Dependance. 15 Jahre Solution Providers ist eine Erfolgsgeschichte und ich bin sehr stolz, dass wir so weit gekommen sind. 15 Jahre Solution Providers ist einfach super. 15 Jahre Solution Providers, Qualität, Beständigkeit, Durchhaltevermögen und viel Leidensfähigkeit. 15 Jahre Solution Providers, Teamspirit grenzübergreifend. 15 Jahre Solution Providers sind für mich eine persönliche und auch wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. Als Vortragender wurde Magister Ottmar Karas eingeladen. Jener österreichische EU-Politiker, der durch seine langjährige Tätigkeit im Banken- und Versicherungswesen den besten Ausblick auf die zukünftigen Entwicklungen und Regularien des Finanzmarkts liefern kann. Wir haben nicht nur neue Produkte, neue Marktteilnehmer, Ratingagenturen, die hier den Markt sehr stark beeinflussen, sodass wir das in einen politischen Rahmen stellen, wenn Sie das in einem Satz hören wollen, so viel Regelung wie notwendig und so viel Markt wie möglich. Welche Wünsche haben Sie an die europäische Politik? Dass es möglichst viele Regeln gibt, die wir den Kunden quasi nahebringen können. Genau in diese Kerbe schlägt Karas, wenn er versucht, die Ursachen der Krise zu definieren. Das komplexe Zusammenspiel von Politik und Markt hat versagt. Regeln wurden nicht eingehalten und zu wenige Regeln gab es. Es hat sich eine Schattenwirtschaft außerhalb des genehmigten Banken- und Versicherungsbereiches und vor allem auf der Produktseite eine sehr große Schatten- und eine neue Produktpalette entwickelt. Karas findet klare Worte, wie Europa seine Stellung im globalen Finanzmarkt absichern und zukünftigen Krisen wie die jetzige nachhaltig vermeiden kann. Derzeit sind die Europäerinnen und Europäer 8% der Weltbevölkerung. Angesichts der demografischen Entwicklung werden wir bis 2050 eine Größenordnung von unter 5% haben, in den Prozentsphäre Russland schon einbezogen. Wir werden quantitativ kleiner. Und wir sind politisch der zersplittertste Kontinent der Welt. Aber wirtschaftlich noch der stärkste. Was ist das Ziel? Die politische Union. Wenn Sie so wollen, ich spreche es aus, die Vereinigten Staaten von Europa. Die Zuhörer zeigen sich sichtlich beeindruckt. Also ich bin sehr beeindruckt, wie er sich engagiert. Das muss ich mal vorweg sagen. Ja. Ich habe ihn auch schon gehört. Aber ich muss immer wieder sagen, von einem Politiker, wenn man das so sagen darf, ist er sehr tief in der Materie drinnen und sagt seine Dinge aus Überzeugung. Es bleibt nur zu wünschen, dass in der Politik die Leute wie der Herr Karas die Oberhand behalten und hier einen sehr klaren Kurs segeln. Ansonsten ist es einfach für uns, und ich bin jetzt in der Bank auch genau für dieses Risiko zuständig, sehr, sehr ungemütlich. Aufgabe von Solution Providers wird es sein, ihre Kunden unter den geänderten Rahmenbedingungen fit für den Wettbewerb im neuen Europa zu machen. Die Wünsche für das Geburtstagskind anlässlich 15 Jahre Solution Providers. Ich habe das große Glück, einen sehr kompetenten Mitarbeiter von Solution Providers jetzt bei mir im Team zu empfangen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin so gute Leute heranziehen und haben und ausbilden und dann den Bankensektor zur Verfügung stellen. 15 Jahre Solution Providers. Sie sind wie soll ich sagen, am Reifen, vielleicht in der jungen Erwachsenenphase mit vernünftigen Ansätzen. 15 Jahre Solution Providers. Es schaut ja wirklich so aus, dass man immer häufiger halt aktuelle Methoden einsetzt, dass es immer häufiger innovative Ansätze braucht und dann wird es auch immer einen Platz geben für Solution Provider, um sich wieder Aufträge zu holen und weiter zu gedeihen und zu wachsen. Das wünsche ich auch. Ja. 15 Jahre Solution Providers. Und wie wird das gefeiert? Es gibt ein Sprichwort in der Banker-Szene, es wird bei uns nicht gepflegt, das heißt Work Hard, Party Hard. Wir nehmen das anders und sagen Have fun and make money, und damit kann man dann auch Spaß haben.